will nicht aufgehen. Hey, Shell, kannst du uns kurz aushelfen? Einen Moment, bitte. So. Nicht schlecht. Weiter hinten befindet sich ein Aufzug. Der sollte euch zur 11. Ebene bringen können. Dann los! Sie ist also die 11. Ebene. Nicht mehr weit und wir haben es geschafft. Da, Seelenzellen. Hier werden sie aufbewahrt. Was? Das heißt dann ja, dass... Korrekt. Die vielen Opfer des Blutbads. Ihre Seelen sollten inzwischen verarbeitet und feinsäuberlich hier aufgereiht sein. Zumindest dachte ich das. Sag mal, sollten Seelenzellen nicht eigentlich grün leuchten, wenn sie in Betrieb sind? Die meisten hier sind jedoch komplett ausgeschaltet. Oh. Sind die etwa alle schon benutzt worden? Deswegen hat er seinen eigenen Soldaten getötet. Für den Regulator. Wer ist da? Alfino und Istula und Estinien. Was macht ihr denn hier? Die Verteidigung Tulliolals war ein voller Erfolg. Und als wir dann von dem Rückzug des Feindes erfuhren, machten wir uns sofort auf den Weg. Selbstverständlich mit Konas Segen. Auf dem Weg hierhin haben wir einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und uns bei euren Freunden im Hinterzimmer über die Lage informiert. Das Leben ist wohl einfach zu kurz für Langeweile, was? Sich mit Seelen zu stärken ist ein Konzept, das mich sehr an die Nichtswesen erinnert. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Doch eins nach dem anderen, nicht wahr? Wir alle sind froh, euch dabei zu haben. Ihr habt es sicher schon gehört. Zu viele ließen ihre Leben für die Ziele dieses Verrückten. Wir müssen Soralcha aufhalten. Danke, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid, Leute. Ich bitte euch ein letztes Mal, leiht mir eure Kraft. Lasst uns gemeinsam meinen Bruder bezwingen und Tulliola seinen Frieden zurückbringen. Na dann, weiter kann ich euch leider nicht bringen. Tut mir einen Gefallen und kommt alle in einem Stück zurück, ja? Versprochen! Thank you.
das? Ist das? Aber das kann doch nicht sein. Ein Nichtsportal? Es ist gigantisch. Allerdings, selbst Serumus' Portal war nicht so groß. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um ein Nichtsportal handelt. Zumindest führt es nicht in den 13. Splitter. Aber dann... Ganz recht. Dann kann man nur schlussfolgern, dass es in eine andere Splitterwelt führen muss. Eine andere Splitterwelt? Dann war das Innere der Kuppel nicht einfach nur verschmolzen, sondern... Für Einzelheiten ist später noch Zeit. Er ist bereits hier. Es gibt eine Grenze, wie viel Äther ein Lebewesen in sich aufnehmen kann, ehe es seine Form verändert. Und Soralja hat diese längst überschritten. Der von ihm aufgenommene Äther verleiht ihm unbändige Kräfte, gegen die selbst die mächtigsten Nichtswesen verblassen. Aber er zahlt dafür auch einen hohen Preis. Götter, steht uns bei! Soralja! Bruder! Wir beenden es hier und jetzt! Dass du immer noch so von mir denkst. Welch fehlgeleitete Sentimentalität. Bruder, Sohn, Wunderkind, wer bin ich? Und wohin führt mich mein Pfad? Ich bin Vuklamat, Krone des Mutes von Tulliyolal. Und du bist Soralja, Krone des Mutes von Neu-Alexandria. Dieser Kampf soll unser letzter sein. Ein Kampf um alles, was uns wichtig ist! Wie du willst. Dann will auch ich mich nicht zurückhalten. All die Seelen sollen allein mein Verlangen befeuern, euch zu vernichten. Und wenn ich dafür jede einzelne von ihnen opfern muss. Vuklamat! Dein Tod wird beweisen, dass allein ich Vaters Erbe und damit des Dämmerthrones würdig bin! Gebt mir alles, was ihr habt. Und dann
werdet ihr vor mir knien. Nur der wahre König wird diesen Kampf Leben verlassen. Mehr Macht! Das für Phantome! Weg mit euch! Abbilder meiner Schwäche? Existieren keine Grenzen! Verschwindet, ihr Geister der Vergangenheit! Der würdige König bin ich! Das Wunderkind gab es nie! Ich habe meinen Pfad gewählt! Ich brauche nur mich selbst! Endlich! Die ultimative Stärke gehört mir!
Der Thron ist frei! Diese Stärke ist der Beweis! Mit der Welt im Einklang. Schlagt ihr mit euch!
Erzfalle, Erzfalle! Vollkommene Stärke! Soralja. Bruder. Ich habe tatsächlich verloren. Bist du das? Warum weinst du? Es tut so weh. Es tut so unglaublich weh. Dass ich dich nicht kenne. Dass du mich nicht wolltest. Warum? Wie hätte ich dir ein Vater sein sollen? Wenn mein Bruder mich doch nicht wollte. Er gab mir nichts. Und so habe ich auch nichts, was ich dir geben könnte. Das ist mir egal. Du musst mir auch nichts geben. Ich wollte doch nur dich. Einen Papa. Ugh.
lasse ich jemanden leben. Meinen Pfad. Ob du ihn fortschreitest, liegt allein bei dir. Unser Alterchen hat dir nichts gegeben? Du Dummkopf! Du und der Kleine, ihr seid doch die einzigen blauschuppigen Hubigo, die es gibt, oder etwa nicht? Da kommt noch was auf uns zu. Soralja ist nicht mehr. Es ist vorbei. Svena? Alles in Ordnung? Ihr habt Alexandria und sein Volk vor der Bedrohung durch Soralja beschützt. Ich bin euch auf ewig dankbar. Und stehe auf ewig in eurer Schuld. Für alles, was ich verbrochen habe. Du kannst dich so viel entschuldigen, wie du willst. Tulliola wird deine Taten niemals vergessen. Doch Vergeltung würde uns nur in einen weiteren Krieg werfen. Und das wäre wiederum der Beginn einer endlosen Spirale des Schmerzes für beide Nationen. Das will niemand. Wir müssen eine andere Lösung finden. Es wird niemals eine andere Lösung geben. Wie bitte? Es ist bereits zu spät. Ich ging ein Bündnis mit Soralja ein, weil ich Äther für den Fortbestand der Endlosen benötigte. Lebensenergie, die uns die Gefallenen lieferten. Doch Soralja hat mich hintergangen. Er und seine Truppen, sie sind nicht mehr. Und meine Hoffnung, die Endlosen am Leben zu halten, verschwand mit ihnen. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe niemals auf. Ich kann einfach nicht.
Schließlich sind sie alle Teil meiner Familie. Ganz egal, ob sie einen Körper besitzen oder nicht. Und als ihre Königin werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu beschützen. Fene, hör mir gut zu. Ich respektiere deinen Willen, dein Volk beschützen zu wollen. Und die Kultur und Gebräuche Alexandrias lehnen wir auch nicht von Grund auf ab. Aber die Lebenden eines anderen Landes zugunsten der Toten deines eigenen umzubringen, ist schlicht und einfach falsch. Ihr denkt doch nur so, weil ihr sie nicht kennt. Die Endlosen sind keinesfalls tot. Solange sich jemand an sie erinnert, leben sie auf ewig weiter. Du verstehst doch sicher, was ich meine, oder? Mir für meinen Teil fällt es schwer zu glauben, Kavkiva habe keinen Platz in dieser Welt. Dass ihre Existenz falsch sei. Ich kann sie und die anderen Endlosen nicht einfach verschwinden lassen! Eure Majestät. Ich trage die Erinnerungen der Königin Sphene von Alexandria. Vor meinem strahlenden Willen, mein geliebtes Volk zu beschützen, soll alles andere verblassen. Für sie ist mir kein Preis zu hoch, kein Opfer zu groß. Was ist das? Es gibt da eine alte Legende in Alexandria. Vor langer, langer Zeit soll ein gewisses Volk eine besondere Macht benutzt haben, um vor einer Katastrophe in unsere Welt zu fliehen. Das Artefakt, das als Auslöser dieser Macht fungiert, soll auf Wünsche voll brennender Hoffnung reagieren und bereits so manch ein Wunder bewirkt haben. Es handelt sich um die Weltenfusion. Die brillanten Wissenschaftler der Wahrung nutzten ihre Expertise auf dem Feld der Elektroptechnologie, um ihre Geheimnisse zu enthüllen. Doch ihre Mühen allein genügten nicht, um die Funktionsweise vollständig zu erforschen. Die Macht kann nach wie vor nicht kontrolliert werden. Und dennoch ist sie meine einzige Hoffnung, die Endlosen am Leben zu halten. Was hat das zu bedeuten? Was hast du vor? Jahrzehnte, nein, Jahrhunderte lang habe ich es versucht. Doch es gelang mir einfach nicht. Mit Güte allein kann ich mein Volk nicht beschützen. Es scheint mir, dass bei Zeiten eine harte Hand benötigt wird. Für mein Volk, für mein geliebtes Volk, werde ich zur grausamsten Herrscherin in der Geschichte Alexandrias.
Nein. Sphäne.